Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zur Raft Salvage Aktion, zum Zero to Hero Projekt, wo wir eine Raft gerade salvagen. Ich habe einfach mal durchlaufen lassen, während ich auch ganz kurz vom PC weg war. Hat aber nicht wirklich viel gebracht, wenn man sich das hier so in Gänze anguckt. Schade eigentlich. Aber naja, wir machen das jetzt weiter. Ich habe gesagt, wir ziehen das jetzt hier quasi durch mit dem Schiff und salvagen ja einfach, was wir salvagen können und wo eben was gesalvaged werden kann. Aber das Schiff ist so blöd zu salvagen. Das hat so viele kleine Ecken und Rillen und so. Man hat kaum Extraction Rate. Man hat überall den 0 SCU-Bug, dass man nichts wirklich zieht und so. Also es ist nochmal kein Spaß. Das kann ich sagen. Das macht keinen Spaß, die Raft zu salvagen. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass es wirklich so blöd ist. Die Mole ging da sehr viel besser. Aber bei der Raft, da hast du keinen Spaß dran. Das ist nicht schön. Hier seht ihr, ich salvage gerade. Definitiv, aber ich habe 0 SCU, die ich abziehe und das ist halt, oder hier 0,01, das ist halt alles nix und ich habe extra schon den anderen Aufsatz drauf gemacht. Naja, das ist halt nix. Aber schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du wieder am Start bist. Bei diesem Gesamtprojekt hier quasi. Man kann das... Vielleicht kann man ja so machen und zieht damit ein bisschen mehr. Das hat man auch manchmal, dass, wenn man einfach nur so drüber wischt die ganze Zeit. Aber das ist auch nicht der tiefere Sinn vom Salvagen. Und gefühlt salvaget man auch nichts. Das ist halt so ein bisschen... Also, wenn man oben auf den Remaining Salvage sich das anguckt, das meine ich damit. Gefühlt passiert da auch nicht so wirklich viel. Da muss man wirklich an so einer Ecke hier sehr, sehr lange hängen, wo 0 SCU dann gezogen werden und dann wird so ein bisschen was davon abgezogen. Aber 0 SCU sind halt 0 SCU, ne? Das bringt uns halt nichts. Weil ihr seht, jetzt frisst er sich da rein. Man sieht richtig, dass er da was macht, dass er da was wegnimmt. Es bringt uns aber absolut kein Geld. Das ist sehr, sehr schade. Das hier ist jetzt einfach nur, damit wir es gemacht haben. Um mehr geht es jetzt hier gerade gar nicht mehr. Das ist einfach nur noch eine Sache der Ehre, das Schiff jetzt hier quasi zu salvagen. Das hat nichts mehr mit gewinnorientiertes Denken oder sonstiges zu tun. Das ist einfach nur, ich habe es gemacht und gut ist. Kann mir keiner sagen, ich habe es nicht gemacht. Weil hier, man sieht richtig das, was passiert am Schiff, aber ja, in Cargo kommt halt nichts rein. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Ich mach mal Folgendes, ich mach mal kurz die Laser nochmal aus. Mach die nochmal neu an. Manchmal hilft das. Aber, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wenn man sich 0,0003 anguckt, dann hilft das nicht wirklich. Nochmal kurz aussteigen. Nochmal neu reinsetzen. Das hilft auch manchmal. Gucken. So. Hinsetzen. Wie gesagt, das sind so Dinger, die manchmal was bringen. Manchmal. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich nur noch... Das ist jetzt nur, damit man es gemacht hat. Hier fliegt schon... Die Carrick ist immer noch da. Okay. Ja, das ist wirklich nur, damit man es gemacht hat. Um mehr geht es hier nicht mehr. Es geht nur noch ums gemacht haben. Weil
Geld kriegen wir hier draus nicht. Wir haben ja so ein bisschen was, haben wir ja gekriegt. Vielleicht machen wir noch eine Kiste voll oder so insgesamt, aber ich denke, das war's dann auch. Ah, guck mal, hier, 100. Ich habe gerade mit 100 gezogen, okay. Vielleicht hat's doch was gebracht. Vielleicht hat das Ganze jetzt doch ein bisschen was gebracht. Ne, null. Und da sind die null wieder. Und man sieht richtig, er zieht's ab, aber es bringt null SCO. Man sieht richtig, wie es rausgerissen wird, das Material. Das ist echt schade. Das ist echt schade, weil ich dachte, der Bug wäre zumindest behoben. Aber anscheinend leider nicht. Aber wahrscheinlich ist der Bug nur bei den Schiffen jetzt behoben, die eben beim letzten Mal in dem Cycle waren, also Caterpillar etc. Da haben sie es wahrscheinlich behoben und deswegen, wie gesagt, sind jetzt hier die ganzen neuen Schiffe. Sowas wie die Raft, sowas wie die MSR und. Also ganz viele Schiffe, um wieder Daten zu bekommen, schnellstmöglich. Um dann eben auch schnellstmöglich diese Schiffe hier wieder zu fixen. Und beim nächsten Circle kommen dann wieder andere Schiffe. Da kommt dann vielleicht auch sowas wie eine Starfarer mal oder sowas, statt der Halsey. Statt der Herkules, Entschuldigung. Kommt dann eventuell sowas. Und so wird sich das jetzt so nach und nach mit jedem Patch vielleicht wird's da eventuell immer neue Salvage Missionen geben, was ja cool ist. Und dann am Ende irgendwann, wenn sie quasi durch sind mit der ganzen Datenaufnahme von allen möglichen Schiffen, dann kommt einfach alles. Und dann hat man, dann kann jedes Schiff kommen. Man hat so 20 Missionen oder sowas, aber es kann halt einfach jegliches Schiff kommen. Das wäre ja dann schon mal richtig geil. Weil dann hast du eine schöne Auswahl, kannst dir dann selbst immer sagen, okay, da auf das Schiff habe ich Bock. Und. Das kann ja dann richtig gut werden. So, wir haben tatsächlich nochmal eine Filler Station gefillt. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Schiff salvagen soll, weil wir sind nicht mal bei der Hälfte, haben aber schon mehr als die Hälfte, glaube ich, eigentlich gesalvaged. Das heißt, wir müssen wirklich dann stundenlang hier an so einer Stelle hängen. Solange wir sehen, dass was weggeht, geht dann auch anscheinend was weg. Das kann sehr, sehr witzig werden. Das kann sehr, sehr witzig werden und sehr langwierig leider. Ja, wobei, wir waren unten und oben waren wir noch nicht. Naja. Wie gesagt, solange wir jetzt noch, wenn wir noch eine Kiste voll kriegen, dann haben wir hier aus dem Ding, haben wir dann 4 Kisten oder so geholt. Und dann haben wir auch Plus gemacht, dann ist ja auch schon alles gut. Nur dafür muss halt SCU-Bug weggehen. Müssen halt SCU auch geladen werden, so wie jetzt. 100 gerade ganz kurz, sehr schön. Ja, so kann es weitergehen. So wie jetzt hier gerade an der Stelle kann es sehr, sehr gerne weitergehen. Das war gerade vollkommen okay. Aber ich glaube, das ist nur diese eine Platte hier, auf der wir gerade sind. Und jetzt gleich wird es wieder in die Null gehen. Und trotzdem müssen wir salvagen. Ah! Mann, Stress! Na, Hälfte vom Schiff haben wir jetzt. Ungefähr.
Und wir ziehen hier wieder nichts. So gut wie nichts. Aber es leuchtet. Das ist halt jetzt so das Ding. Bleibe ich jetzt hier auf der Stelle einfach stehen? Weil es leuchtet ja. Oder gehe ich weiter? Und ich glaube, ich muss auf dieser Stelle stehen bleiben, bis wirklich die kleinsten Funken hier weggezogen sind. Bin mir nicht so ganz sicher. Aber ich kann ja auch erstmal einfach drüber gehen. Und einfach nur so salvagen, wie ich denke. Und dann am Ende muss ich vielleicht nochmal über das gesamte Schiff drüber. So. Jetzt hier hoch. Weil hier leuchtet es auch noch ganz dolle. Guckt euch das mal an. Also leuchten tut super, ne? muss ich sagen, leuchten. Ja, das Licht aus. Leuchten tut's echt gut. Und auch, es geht auch gut was weg. Vom Schiff. Manchmal. Es kommt halt nur nichts an bei mir. Na, guck mal, er hat auch angeblich Savage da gerade hier unten, obwohl ich ja da oben bin. Also, hier ist einiges kaputt. Hier ist wirklich einiges kaputt bei dem Ding. Das zählt auch zur Vehicle Hull, die Kisten. Okay. Dementsprechend kann man sich denken, warum da die Kisten nicht abmachbar sind. Eine sehr tedious Aufgabe jetzt hier gerade das zu machen. Und dadurch, dass es nicht so belohnenswert ist, weil es halt absolut nichts gibt, ist das so schade. Ja. Aber wenn wenigstens die SCU stimmen würden, ne? Also dann würde ich ja auch an dem Gefriemel, da würde ich ja auch stundenlang mich beschäftigen wollen, aber wenn ich die ganze Zeit da null SCU sehe, dann bringt mir das halt nichts. Das ist schade. Null SCU ist halt null. Das ist. Also so 40 aufwärts ist schon okay. Damit kann man was anfangen. Na, hier 3, 10, 15. Damit kannst du halt nichts anfangen. Oh, hier 30, okay. Wie gesagt, so 40 aufwärts. Ab dann kannst du damit so ein bisschen was wenigstens anfangen. Dann weißt du wenigstens, da kommt was rein. Jetzt hier zum Beispiel waren gerade 30, 40 die ganze Zeit. Dann weißt du wenigstens, ja, okay, so ein bisschen kommt an. Auch nicht viel. Weil, also es sollte schon eigentlich dreistellig sein. Aber solange wenigstens ein bisschen was da ist, ist das ja ganz interessant. So. 40. Okay, also der Mittelteil ist unnötig bei dem Schiff. Die Triebwerke, die gehen so halbwegs. Auch nur so halbwegs, weil das halt nur so halbwegs geht. Ist jetzt auch nicht die Welt, die da ankommt. Aber wenigstens mehr als null. Na, hier, guck mal, 100. Ja, das war schön. So, 100 könnte mal länger gehen als
Eine Millisekunde, dann wäre geil. So, jetzt müssen wir wieder hier an Stellen, wo wir wieder quasi gar nichts rauskriegen. Ja, sind ein bisschen über Hälfte schon vom Schiff und haben die beiden Seitenteile gleich quasi weg. Man sieht es ja leider nicht so wirklich. Also ja, da steht jetzt Valet und das Valet wird runtergezogen, aber er macht ja trotzdem noch weiter. Es ist jetzt bei Null, obwohl hier halt noch Stuff dranhängt, was man sieht. Aber ja, hier, guck mal. Hier ist noch eine Menge. Die Dinger. So, und jetzt würde ich sagen, gucke ich nochmal hier oben an der Klappe. Hier steht auch überall Valet 0. Ja, Valet 0, 0, 0, 0, 0. Hier war nochmal ein bisschen was. Keine Ahnung, wo das manchmal herkommt. Okay, das ist. Hier passiert auch nichts. Ist unendlich. So. Dann machen wir hier die Kistendinger. Und ich gehe jetzt mal von oben schon mal ran. Da komme ich ja dann auch nochmal in die Zwischenräume. In die Zahnzwischenräume komme ich ja dann damit auch nochmal rein. Weil ich glaube, das hier ist so mit, wie ich jetzt am meisten wenigstens noch aus dem Schiff rauskriege. Zumindest eine Kiste. So. Immerhin, ne? Immerhin noch mal eine Kiste. Gleich mal was trinken. So, ich mach auch erstmal nur ganz normal das Ding hier voll. So. Also erstmal nur hier und dann gucke ich mal, ob ich das dann noch voll machen will. Einmal den Helm abziehen. Mal was trinken. So, und Helm wieder auf. Ich trinke gerade, ihr hört's, ne? Gerade getrunken. Ah, Soundpack ist fürchterlich. Man kann das beheben, indem man neu startet, aber alle 10 Minuten neu starten ist halt auch Quatsch. Ja, sind wir mal ehrlich. Das ist halt auch Quatsch. Das Schöne am Salvagen ist ja, dass es einen Ton ist, der eigentlich reproduziert wird die ganze Zeit, also sehr monotoner Ton. Und sobald es dann anfängt, ja, jetzt gleich in 10 Sekunden oder so fängt es an mit dem Salvagen, dann ist es egal, ob ich jetzt eigentlich an einer anderen Stelle salvage oder, sondern der Ton ist in Anführungszeichen immer der gleiche. Im Sitz sitze ich jetzt schon angeblich, laut Ton, aber salvagen tue ich noch nicht. Schade eigentlich. Mach mal aus. Und nochmal an. Vielleicht kommt dann der Ton. Ja, so wär's im Weltraum, ne? Ohne Ton. Da würde ich jetzt hier so sitzen. Das wäre. Das ist sehr originalgetreu gerade. Ist gerade sehr originalgetreu. Das hier ist quasi der Ton, den man im Weltraum auch hätte. Also quasi gar keiner. Genauso würde man auch von so einer Kiste nicht ziehen. Das ist sehr. Die Simulation ist sehr echt gerade. Boah,
Null SCU ist schrecklich einfach. Es ist so schrecklich, null SCU zu ziehen. Mal aus, nochmal an. Bringt auch nichts. Bringt auch keinen Ton. Es bringt uns den Ton nicht zurück. Es bringt uns weder den Ton noch die SCU zurück gerade. Egal, was wir machen. Fürchterlich. Ah, es ist... Ach, es ist... Also der Patch ist mal wieder sehr, sehr, sehr schrecklich, muss ich sagen. Das ist echt wieder ein Patch, den hätten sie auch sein lassen können. Ich meine, man hat es schon gesehen, wenn man im PTU unterwegs war, hat man es ja schon gesehen. Der Ton ging da auch nicht. Da hatten sie schon die Probleme mit dem Ton. Jetzt haben sie sich halt das Backend komplett zersäbelt. Dadurch, dass sie wohl nicht damit gerechnet haben, dass so viele Leute zu 320 zurückkommen. Hat wohl keiner mit gerechnet bei CIG. Da haben sie, also mit dem Patch tun sie sich erneut mal wieder keinen Gefallen. Und ich rede nicht von der Playerbase, die eh nur alle 6 Monate mal kurz ins Spiel kommt und sich das Spiel kurz anguckt. Ich rede immer von der Playerbase, die halt wirklich so wie ich das Spiel auch spielt. Und wenn sie sich die verkraulen, wenn sie sich die Leute verkraulen, die wirklich das Game spielen und Leute ins Game holen, ja, dann ist das nicht gut. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, was Chris Roberts geschrieben hat zu Tehedra oder wie der heißt, der Franzose. Der beschwert sich ja auch nur noch über alle möglichen Sachen. Und dem hat er wohl geantwortet im Spektrum. Oh, hey, woo! Dem hat er wohl im Spektrum geantwortet. Habe ich mir jetzt noch nicht durchgelesen, weil ehrlich gesagt, was Chris Roberts schreibt, das juckt mich eh nicht, weil ja, er ist der Chairman und keine Ahnung, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Letter from Chairman, die letzten waren auch absolut einfach nur Lügengeschichten. Und dementsprechend juckt es mich halt null. Pyro ist nicht zum Quartal 2 rausgekommen, Pyro wird auch nicht zum Quartal 4 rauskommen. Und dementsprechend höre ich wirklich, also Chris Roberts ist so die letzte Person, der ich irgendwie vertraue bei Star Citizen. Ist zwar ein bisschen komisch, weil er ist der Erfinder von dem Ganzen, aber dem vertraue ich am allerwenigsten. Wenn der was sagt, dann stimmt es zu 90% nicht. Und deswegen juckt mich eigentlich nicht, wenn er auf irgendwas antwortet. Ob der... Ne? Ah, ihr wisst, was ich meine. Es juckt mich halt absolut. Es juckt mich nicht. Es juckt mich nicht. So. Kriegen wir hier was raus? Nee, ne? Wir kriegen nichts raus. Wir kriegen hier gar nichts raus aus der Suppe. An manchen Stellen ist wieder was, aber an den meisten Stellen, wo es so richtig anfängt zu glühen, da kommt in der Regel gar nichts. Aber zumindest haben wir schon 2/3 ungefähr vom Schiff jetzt weg. Das ist schon mal gut, weil sobald es weg ist, also sobald das Schiff hier fertig gesalvaged ist und die Mission quasi abgeschlossen ist, bin ich auch sofort hier weg. Weil das bringt ja gar nichts. Also, es glüht toll und es macht ganz, ganz tolle, ne? Also super und so. Aber es bringt halt gar nichts. Glühen ist nicht irgendwie Geld, was ich hier sehe. Ich will aber nicht die 20.000 jetzt abonden, die ich hierfür bezahlt habe, um dann eine neue Mission anzufangen, die vielleicht auch verbuggt ist. Vielleicht ist gerade auch der Server verbuggt, weiß man ja nicht. Aber ich will es jetzt einfach leer lutschen, das was noch hier ist, auch wenn es mir nichts bringt. Hier ist wieder eine Stelle, die geht gar nicht. Ja, Raft haben sie... Ich glaube halt auch, dass im PTU kaum jemand die Raft gemacht hat. Einfach, weil...
das eben kein Schiff ist, wo man, wenn man drüber nachdenkt, viel rausziehen kann. Ja, ist wie die Maul damals. Die habe ich auch immer nur gemacht, weil ich sie cool finde. Und deswegen habe ich sie gesalvaged. Aber da ging es zumindest besser als hier das jetzt. Also da kam wenigstens was bei rum. Mal hier, ich bin bisher 0 auf 0. Ich habe 3 Kisten hier aus dem Schiff raus. Mehr werden so wahrscheinlich doch nicht, wenn ich mir das so angucke. Es leuchtet ganz toll und es ist überall Relit. Aber Extraction Rate ist gen 0. Also eine Kiste kriege ich definitiv nicht mehr voll. Nicht so. Ja, mal gucken, ob ich jetzt gerade noch live bin. Weiß man ja nicht, ne? Ist ja Sonntag. Ich habe ja am Freitag gestreamt und ich hatte ja am Freitag diesen großen Salvathon geplant. Vielleicht bin ich ja immer noch am Streamen. Mal gucken. Mal gucken, wie viele Starter-Packs ich verschenkt habe. Interessiert mich schon ein bisschen. Ich hoffe wirklich, dass da einige mitgemacht haben. Dass wir eine Menge Spaß hatten. Wer weiß das schon? Vielleicht waren es auch nur 2 Stunden, die ich gestreamt habe. Weil absolut keiner mitgemacht hat. Das weiß man ja nicht. Wenn man sowas plant, weiß man das ja nie. So, vielleicht kriege ich ja jetzt mal wieder was raus. Jetzt gehe ich ja wieder in Triebwerke. Aber es sieht tatsächlich nicht so aus, als würde hier irgendwas auch nur im Entferntesten passieren. Also das Chassis all in all bringt absolut gar nichts. Es sind immer, wenn ich hier hingehe und wirklich Vehicle-Halter steht und so, dann kriege ich da nichts, absolut nichts raus. Sobald ich aber von dem Ding weggehe, dann habe ich wieder ein Extraction Rate. Also es ist, glaube ich, wirklich das, die Hülle, die kaputt ist. Die komplette Hülle. Also alles im Hüllenbereich ist, glaube ich, kaputt. So, jetzt gehen wir noch nach oben. Ja, wobei, erst noch mal kurz von hinten. Ah, da ist aber nicht mehr viel. Hier ist quasi nichts mehr. Das haben wir schon. Vielleicht ist das auch vorne, ich weiß es gerade nicht. Kann gerade nicht identifizieren, was hier vorne und hinten ist bei dem Schiff. Mal kurz überall so reingehen. Jetzt gehen wir nach oben. So, ich fange hinten an. Und dann arbeiten wir uns nach vorne. Hier ziehen wir wenigstens wieder ein bisschen was. Na, vielleicht gibt es doch noch eine Kiste. Vielleicht machen wir ja richtig, richtig krass gewinnen. So, wir gehen auf die Hülle und wir... Oh, wir können an der Hülle was abtragen. Ah nee, das ist nicht die... ist dieses Gerüst. Das hier ist Gerüst und nicht die Hülle. Aber wir kriegen wenigstens was. Wie gesagt, vielleicht gibt's ja doch noch ein Sternchen im Eindruck, im Klassenbuch oder so. Keine Ahnung. Oh, 0,80 gerade. So, gehen wir mal hier auf die Kisten.
Die bringen 0, as always. Aber die leuchten so toll. Ja, aber wie gesagt, bisher der Patch ist jetzt für mich nicht wirklich rentabel. Die HLC, wie gesagt, hat mir bisher, also was heißt rentabel? Ich finde den Patch bisher noch nicht gut. Die HLC finde ich noch sehr unnötig, weil es nur 4 Punkte gibt, wo man irgendwas machen kann mit ihr. Ihr habt wahrscheinlich meinen Before You Bite zu ihr gesehen, wo ich sie einmal komplett erklärt habe und gezeigt habe. Ich finde sie halt da sehr unnötig, weil wie gesagt, 4 Punkte, 4 Stationen, zu der man fliegen kann, und dann mehr gibt's nicht. Also das lohnt sich nicht wirklich. Dann sehr, 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 sehr buggy, weil es halt eine komplett neue Tech ist, die eingeführt wurde. Also es ist so ein bisschen wie Salvaging im 3.19er Patch, glaube ich. Oder 3.18. 3.18 war Salvaging, genau. Und ja, ist für mich bisher ein sehr unnötiger Patch. Das hätte man auch irgendwie anders alles machen können. Der Arena Commander da hingegen, das ist eigentlich der Patch. Ja, wenn man es ganz genau sieht, ist der Arena Commander der Patch. Und das ist okay. Also Arena Commander ist tatsächlich okay. Der macht Spaß. Da gibt es ein paar Sachen, die echt Spaß machen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Tank Royale, warum das drinne ist. So, weil es unnötig ist ohne den Storm. Nur mit einem Panzer, wo die Fahrphysics auch noch nicht mal überarbeitet wurden. Das ist halt wirklich unnötig. Das hätte man auch nicht machen müssen. Also es ist ein komischer Patch. Ganz ehrlich, es ist ein sehr komischer Patch. Fühlt sich auch nicht nach einem Hauptpatch. Also nach 3.20 fühlt sich das definitiv nicht an. Fühlt sich nach 3.19.2 so. Ne? Keine Ahnung, in welchem 3.19 wir waren. Nach sowas fühlt sich's eher an, aber es fühlt sich nicht nach einem Main-Patch an, nach einem Big-Number-Patch. Sondern es fühlt sich einfach nur danach an, dass halt mal wieder ein Patch rausgebracht werden musste. Und eigentlich, naja. Aber wenn sie es in den Griff kriegen mit dem neuen Cargo-System für die HLC, dann lohnt sich's ja. Ja, dann ist ja eine neue Tech zumindest damit reingekommen mit dem Patch. Was zumindest ja funktioniert, ist, dass die erste Stufe der Modularität ist ja quasi vorhanden, dadurch, dass die HLC jetzt drin ist. Das hat ja zumindest funktioniert. Das ist gut. Aber das sind halt alles Sachen, die so im Hintergrund eher gut sind und kein neues Gameplay-Feature bieten. Ja, das neue Gameplay-Feature, was geboten wird derzeit, ist, dass die Sounds schrecklich sind und dass dadurch, dass die Patch-zu-Patch-Spieler wieder reingekommen sind, dass die Leute, die wirklich das Spiel spielen, eigentlich wieder nur ein Backend-Problem haben und damit klarkommen müssen, dass eben wieder alles laggt und buggt und keine Ahnung was. Das ist so das Feature, was entwickelt wurde. Nichtsdestotrotz kann man auch positive Sachen, wie gesagt, dann herausziehen. Ne? Also Modularität etc. Das ist ja ganz cool, wenn das dann jetzt funktioniert. Das heißt, wir kriegen vielleicht auch mal andere Fahrzeuge, die moduell gebaut werden. Vielleicht kommt bei der Caterpillar dann jetzt demnächst mal was. Vielleicht kommen Anhänger für Fahrzeuge, dass man auf Planeten ein bisschen mehr mitnehmen kann oder sowas, keine Ahnung. Es bringt halt auch noch nichts, weil auf Planeten gibt es nichts, was uns interessiert. Aber man könnte halt dann sowas zumindest schon mal reinbringen. Ist jetzt
nichts, was super krass ist und nichts, was super worth it ist, aber man kann eben neue Sachen immer und immer wieder einbauen. So, jetzt haben wir hier das erste Mal tatsächlich, dass wir ein bisschen was ziehen. Und jetzt sind wir Gott sei Dank gleich schon fertig mit dem Schiff. Das hat sich gar nicht gelohnt. Das war einfach eine absolute Zeitverschwendung. Eine Stunde lang an diesem Schiff hier rumgekaspert. Und das hat sich so gar nicht gelohnt. Ich mach mal den anderen Salvager jetzt noch an für die letzten 10 Meter hier. Aber ich bin sofort, wirklich, wenn die Mission rum ist, bin ich weg. Fürchterlich. So, Mission ist rum. Das hat sich absolut nicht gelohnt, das Schiff hier. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben hier vorne noch eine... wer ist das? Herkules. Ey, die Soundprobleme, ne? Ist Wahnsinn. Eine Herkules A2. Haben wir hier noch. Und die würde ich... Ich weiß nicht, ob ich da rein will, weil das lohnt sich... Oh Gott, das war nicht so schlau. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, da war schon jemand drin. Das war wahrscheinlich die Carrick, was ich gesagt hatte. Der wird hier wahrscheinlich schon dran gewesen sein. Oh. Oh. Warte mal. Oh Gott, ich weiß gerade nicht, warum ich mich bewegen muss. So, irgendwie. Da ist noch Stuff drin. Da ist noch Stuff drin. Wir gucken mal, wenn da irgendwie Bexalit oder sowas drin ist, dann kann man das mitnehmen. Dann muss ich jetzt, also ansonsten, wenn da nur Müll drin ist, ne, dann ziehen wir ihr die Haut ab. Weil wir damit mehr Geld machen. Aber wenn da was drin ist, was sich lohnt. Dann. Corundum, ne. Corundum, ne. Tungsten, Beryl. Beryl, Tungsten, Borase, 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 Corundum. Das Beryl könnten wir mitnehmen. Beryl müsste was wert sein. Die Kiste hier und die hier. Die beiden nehmen wir mit und ansonsten ziehen wir die Haut ab. Weil alles andere ist halt keine 7000 wert. Ja. Alles andere ist keine 7000 wert. Und das ist halt 7000 wert. Dann haben wir... Aua. Aua. Dann haben wir damit wenigstens so ein bisschen was Gewinn gemacht. So. Och. So. So. Och Mann. Manchmal will das nicht so, wie ich es will. So. Und jetzt ziehen wir ihr noch die Haut ab für ein bisschen Gewinn noch. Aber das Beryl ist okay. Damit können wir ein bisschen
ein bisschen was zumindest machen. Ich weiß gar nicht, Brill, ob das... Warte, kann ich ja gucken. Ich habe ja hier so eine schöne Map. Brill. Ja, es sind zwei. Borasa wäre besser gewesen. Ist egal, Leute. Ist egal. Ist ein bisschen was. Wir haben ein bisschen was damit verdient jetzt. Und müssen nicht so lange die Haut abziehen. Wobei das jetzt hier bei ihr wahrscheinlich besser klappen wird als bei dem anderen Ding, was wir eben hatten. Bei der Raft. Und deswegen ist alles gut. So, zack. Und geh. Und dann würde ich sagen, machen wir, fangen an beim Flügel. Ja, komm. Und da machen wir auch tatsächlich, weil das Ding ist so groß, da können wir auch direkt hier den großen. Ja, wobei. Ja, doch, der zieht ein bisschen mehr. Wenn beide drauf sind, zieht er ein bisschen mehr als der. Können ja nur so drüber gehen. Ihr seht, das geht jetzt deutlich schneller. Und damit machen wir jetzt uns das Schiffchen noch schön voll. Damit machen wir uns jetzt das Schiffchen noch schön voll, dass wir ein bisschen Kohle jetzt gemacht haben. Gerade am Überlegen, ob ich es doch mit dem Laser hier mache, aber ich glaube, die Effizienz ist zwar besser, aber ich glaube, das juckt uns wirklich nicht, weil das Schiff so groß ist. Wir kriegen ja hier eh unser Schiff mit voll. Deswegen ist es, glaube ich, einfach besser, wenn wir mehr für weniger machen. Weil wir kriegen unser Schiff eh voll. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ja, wobei, jetzt auch unter 100. Ah, hier war wieder. Ja. Das hier lohnt sich jetzt. Das hier lohnt sich jetzt. Und was sich aber gelohnt hat und was das Wichtige war, wir haben die Mission fertig. Ja. Wir haben die 20.000er Mission voll. Das hat sich gelohnt. Achtet bitte nicht auf die Soundbugs, weil die sind fürchterlich. Wenn man darauf achtet, wird es nur schlimmer. Dann wird es einfach nur schlimmer. So. Zack. Und. Zack. So. Und zack. Sehr gut. Wir können weitermachen. Und ich denke, dass wir hier ordentlich was rauskriegen werden. Jetzt muss ich Schalonen. Ah. Wie
Wie gesagt, solange wir über 100 ziehen, ist eigentlich geil. Solange wir über 100 ziehen, ist das schon stark. Ah, machen wir auch gerade wieder nicht. Schön. Ach, Kacke. Manchmal ziehen wir über 100, manchmal ziehen wir auch 300 oder so. So. So ein Triebwerk hier bringt nicht so viel. Yay, gleich haben wir wieder Sound. Achtung. Auch ein schöner Ton. Es tut mir so unendlich leid. Aber ihr werdet es ja selbst. Wenn ihr das Spiel selbst spielt, wird es ja bei euch genauso sein. Da kann ich absolut nichts dran ändern gerade. Oh, ist das hell. Ah, so kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Geld zusammen. Weil alle zwei Kisten sind 14.000, glaube ich. Um die 14.000. Das ist dann schon okay. Und es geht echt schnell. Hier an dem Schiff. An der Raft nicht. Hätten wir direkt das Schiff hier gemacht, dann wären wir jetzt schon voll, definitiv. Aber darum ging es ja nicht. Es ging ja um den Ruf. Ja? Weil hier ist ja, wenn wir jetzt hier gucken, Salvage-Missionen, Corsair, okay, die großen gibt es anscheinend nicht. Keine Ahnung warum. Die 50.000, doch, hier ist eine 50.000 Hammerhead. Also die können wir jetzt quasi machen. Deswegen können wir die ja jetzt machen. Und jetzt machen wir unser Schiffchen noch voll. Das ist ja auch nicht mehr lang. Das ist noch zweimal oder so. Und dann ist es ja schon voll. Oder dreimal. Und solange wir über 100 bleiben würden, wäre alles gut. Weil so schnell kann das nämlich eigentlich gehen. Ja. Mit Kisten. So, genau so schnell kann das halt gehen. Ja, du gehst hier dran, hast eine Kiste quasi innerhalb von Windeseile voll, gehst runter und machst direkt weiter und gibst Gas. So schnell kann und sollte das Ganze eigentlich gehen. So, zack. Ja, ich würde sagen, ja, es sind noch sechs Kisten, die ich mache, glaube ich. Oder noch vier oder sowas. So. Ja, noch vier. Viel mehr will ich auch gar nicht mehr machen, glaube ich. Mit dem Soundbug, das ist schon ein bisschen stressig. So. Okay, jetzt gehe ich mal mehr meine Laser an. Sehr schön. Oh, hell. 300. Oh, wenn man die ganze Zeit mit 300 ziehen würde, das, oder 400. Das wäre so geil. Wie gesagt, bei der Starfarer war das ja so, ne? Bei der Starfarer hast du
Wirklich, da zu 900er Flächen, das war so cool. Aber nicht viele, nicht viele. Also da gab es so zwei, drei Teile. Ich denke mal, dass das der Stuff ist, wo die Rohre halt langgelaufen sind, weil man ja dann das Rohr komplett drumrum auch gesalvaged hat. Weil wenn man draufhält, ist ja ein Radius, ist ja quasi so eine runde Kuppel, die man salvaged. Und da hast du dann halt die Rohre von hinten und von vorne und von der Seite gleichzeitig quasi salvagen können. Und deswegen ist das manchmal dann so auf 900 gegangen. Aber so ist auch schon okay. Solange es so im 100er Bereich die ganze Zeit ist, ist das auch schon vollkommen okay. Wenn die Raft nicht so lange gedauert hätte, würde ich auch die ganze Zeit jetzt mit dem effizienten Ding arbeiten und nicht einfach nur drüber rutschen. Weil ich lieber langsam salvage und dafür effizient, als einfach nur drüber. Aber das ist jetzt hier halt nicht gegeben. So. Dann ist die nächste Kiste schon fertig. Das ist geil. Also so macht's halt Spaß, ne? So macht's halt Spaß. Jetzt nicht soundmäßig, ne? Das macht keinen Spaß gerade. Aber Salvagen macht so halt wirklich Laune, wenn man so ein bisschen auch merkt, okay, ich das, was ich hier mache, das hat Wert. Dann ist es schon ein bisschen schöner und ein bisschen angenehmer vor allem. Als einfach nur an irgendwas rumzugurken, wo man halt absolut nichts rausgekriegt hat. Also Raft ist wirklich bei mir komplett unten durch. Die Raft hat meiner Meinung nach immer noch das schönste Habitat, was es im Spiel gibt, aber vom Gesamtkonzept ist sie derzeit kompletter Quatsch. Ja. Kompletter Quatsch. Drei Kisten. Ich weiß auch nicht, wofür das sein soll. Also ich weiß wirklich nicht. Diese drei 16 SCU-Container, die bringen doch auch nichts. Keine Ahnung. Ich weiß es. Ich weiß noch nicht, wo ihr Einsatzgebiet ist. Ich glaube, das schnelle B- und Entladen ist halt ein Vorteil dann später, weil du halt einfach quasi... Naja, wobei, ey, andere Schiffe haben einen Tractor-Beam, da geht es dann genauso schnell. Ich weiß es wirklich. Ich weiß noch nicht, wo das Einsatzgebiet von der Raft ist. Ich weiß es nicht. Kann es euch noch nicht sagen. Ich dachte halt, sie ist wirklich dafür da, dass man zum Beispiel eine HALI auflädt. Aber das ist ja auch nicht, weil die hat ja nur 16 SCU-Container und die HALI braucht die 32er oder vielleicht sogar dann später 64er Container. Selbst dafür ist sie ja dann nicht da, die Raft. Was halt gut ist, ne, wenn du eine Raft hast, wirst du, glaube ich, wenig angegriffen, weil salvagen will dich keiner und die drei Container sind halt auch Quatsch. Deswegen, also vielleicht ist das Schiff gut, damit du wenig angegriffen wirst. Weil dich keiner lieb hat. Selbst die IG hat dich nicht lieb. Ist wie die Terrapin. Guck mal, komplett ohne Sound, Kiste voll. Also beide. Dann machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Und dann geht's nach New Babbage und dann verkaufen wir noch. Die Folge wird ein bisschen länger. Aber ist nicht schlimm. So.
Jetzt machen wir noch zwei Stück. Und dann ist gut. Weil ohne Sound ist echt fürchterlich. Das ist echt nicht schön. Und dann hoffen wir einfach. Und deswegen will ich noch verkaufen, weil ich hoffe auf ein Patch nächste Woche. Also bis nächste Woche dann, dass der Sound und so weiter wieder da ist. Und wenn es einen Patch gibt, dann heißt das, dass alle Sachen in Anführungszeichen wieder gestored sind und keine Ahnung was. Und das würde bedeuten, dass hier natürlich der ganze Stuff, der jetzt im Schiff drin ist, dass der dann auch weg wäre. Und deswegen mache ich lieber einen kleinen Ticken länger heute, als das alles, was wir heute gemacht haben. Weil höchstwahrscheinlich dann sogar die Lizenzen, die wir dann heute gemacht haben, auch wieder weg sind. Ja, also wahrscheinlich müssen wir dann nochmal eine 100 E salvagen und nochmal sowas wie eine RAF, dann werde ich eine MSR oder eine Corsair nutzen, salvagen. Wenn wir überhaupt dahin gehen, weil wir könnten auch einfach hier, ihr seht es ja, wir fliegen hier einfach lang und salvagen, was hier ist. Es liegt genug Zeug rum, weil die Leute eben nicht salvagen und einfach nur reingucken und die Container leer räumen. Deswegen liegt eigentlich genug Stuff rum, dass wir einfach so salvagen können. Und ich glaube, so machen wir das dann auch einfach. Und dann gucken wir mal. Also eine Freelancer lohnt sich. Also ich dachte ja eigentlich, wir holen uns noch eine Freelancer Max für wenn wir Mining betreiben, aber das lohnt eigentlich nicht. Dann würde ich lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben für eine Caterpillar. Ja, doch, für eine Caterpillar. Die C2 ist besser. Ungelogen, die C2 ist besser. Ist nicht so schön. Ich finde die Caterpillar auch schöner als die C2. Aber all in all ist die C2 besser. Aber wir sind halt hier in diesem Zero to Hero Projekt so dermaßen auf Drake spezialisiert, nenne ich es jetzt einfach mal. Deswegen würde ich dann einfach sagen, wir nehmen die Caterpillar und behalten den Weg bei, den wir schon eingeschlagen haben. Und dann machen wir das so. Hey, guck mal, wir haben hier nichts weggesalvaged und haben schon unser Schiff voll. Ist geil, oder? Eigentlich müsste ich das Beryl noch rauswerfen, aber ist jetzt auch egal. Und dann machen wir das so. Und dann machen wir das einfach so, dass wir dann die Caterpillar schnellstmöglich uns holen. Und werden vielleicht jetzt beim nächsten Mal, ja, wir könnten MSR und Corsair-Missionen halt machen, ne? Wir könnten MSR und Corsair-Missionen machen mit der Corsair. Könnten wir die leer räumen und dann das auch einmalig machen. Vielleicht machen wir das. Wenn es kein Patch gab, könnten wir das machen, weil dann muss ich nicht die Lizenzen quasi hier neu machen. Und dann könnten wir einfach beim nächsten Mal, da achten wir mal drauf, wenn die Corsair, ja genau, dann machen wir das so. Wir fliegen jetzt gleich runter. Ja? Wir fliegen gleich runter, verkaufen. Claimen die Corsair noch hierher. Weil dann könnten wir mit der Corsair beim nächsten Mal einfach nach Corsairs und MSRs suchen. Hier, ey, Ton. Und würden dann mit der Corsair die leer räumen, wenn die Lizenzen noch da sind. Ansonsten sind wir eh in A-Korb mit allem. Ja. Und dann machen wir da einfach weiter. Weil wir müssen jetzt natürlich auch erstmal das Geld für die Vulture wieder rauskriegen. Also das Geld für die Vulture muss gewulchert, also gesalvaged werden. Das ist ganz klar. Aber das ist nicht so viel. Das sind 100 Kisten. Das sind 150 Kisten ungefähr. In so einem Run macht man 20. Also das hat man, und normalerweise geht es ja auch schneller. Normalerweise braucht man keine 3 Stunden, um die Vulture voll zu machen, sondern ungefähr eine. Also man macht pro Stunde ungefähr,
Ja, man macht pro Stunde ungefähr einmal quasi das Schiff hier voll. Ja, würde ich sagen. Und dann machen wir, genau, dann machen wir das einfach und wenn das, wenn die Lizenzen weg sind, dann machen wir einfach die Cleanup-Mission. Oh, cool. Sehr gut. Mag ich. Das mag ich. Mega. Dann machen wir einfach die Cleanup-Mission. Ich muss von oben rein, weil unten die Kisten überall stehen. Also, ich kann nicht anders mich jetzt dahin bewegen. Dann machen wir die Cleanup-Mission. Weil dann kriegen wir 80.000 plus einmal Salvage-Loot quasi. Das ist natürlich jetzt super, dass ich die Treppe nicht mehr runterkomme anscheinend. Also das wäre jetzt absolut fürchterlich. Also dann würde ich auch richtig kotzen, ne? Ganz ehrlich. Der Patch ist wirklich räudig. Ich speede hier nicht die Treppe runter, ne? Ich shifte nicht. Also normalerweise sagt man, das passiert, wenn man Shift drückt und so, aber mache ich ja nicht. Ich weiß ja, wie ich Bugs vermeiden kann. Wir könnten jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kisten zusätzlich holen. Aber habe ich keinen Bock zu. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. Nicht mit den Soundbugs hier. Nicht mit den Soundbugs gerade. Wir sind immer noch im EVA unterwegs gerade. Laut Soundbug. Es ist absolut. Also das ist wirklich zum Kotzen. Das ist wirklich zum Kotzen. Also wir könnten jetzt noch weitermachen, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde und ich muss jetzt noch verkaufen. Also die Folge geht sowieso schon viel länger, weil das sind 4 Millionen Kilometer oder was, die wir jetzt noch fliegen müssen. Dann müssen wir landen, also die Folge geht eh 1,20 ganz locker. Und dann gucken wir mal, ob der Verkauf überhaupt funktioniert. Es kann auch sein, dass das jetzt alles auch umsonst war. Aber, naja. Okay, also wir haben aber fürs nächste Mal dann schon definitiv zwei Sachen. Wir haben A, haben wir entweder, wenn die Lizenzen weiterhin beibehalten werden, dann können wir eben mit der Corsair was machen. Wenn die Lizenzen nicht beibehalten werden, dann machen wir Cleanup-Mission. Hier, diese. Warte. Personal. Salvage. Whiskey Cleanup. Ne, hier, die da. Genau, sowas. Weil das Schiff schaffen wir ungefähr in einer Stunde. Also eine Andromeda und eine Cutty Black sollten wir in einer Stunde schaffen. Dann kriegen wir 80.000 plus ein volles Schiff ungefähr. Also plus, ja, ich würd sagen, dann müssen wir schon 20 Kisten reinladen. Plus 140.000, also sind so 200.000 ungefähr kriegen wir dann mit so einer Mission in der Stunde. Und das machen wir dann einfach ein paar Mal. Sowas hier, wenn, ne? Und dann können wir davon ausgehen, dass wir unsere 1,2 Millionen mit der nächsten Aufnahme oder übernächsten Aufnahme spätestens wieder raus hätten, wenn wir nur salvagen würden. Machen wir nicht, aber jetzt diese Woche und die nächste Woche definitiv werden wir uns um sowas kümmern. Danach entweder gucken, dass wir weiter Geld farmen im Sinne von schnell Geld bekommen, damit wir ein größeres Schiff uns holen können, um diese Frachtsachen zu machen, bevor das gepatcht ist. Ich hoffe, es wird bald gepatcht. Also, ne, es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt unbedingt machen will, aber ich will es halt einmal gemacht haben. In einem großen Schiff. Und ansonsten, oh, ich weiß gar nicht, ob wir nächste Woche die Corsair noch haben. Fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, ob wir nächste Woche die Corsair noch haben. Kann sein, dass die dann weg ist. Dann müssten wir das Ganze mit einer Cutty Black machen. Und dann haben wir nicht so viel Platz. Und dann haben wir definitiv nicht so viel Platz. Na, gucken wir mal. Wird spannend.
Wird spannend. Wir könnten für 2, guck mal gleich, wenn wir in New Babbage sind, ob man da eine Hercules C2 mieten kann. Wenn man nämlich eine C2 mieten kann, dann wäre das natürlich auch schon ganz geil. Weil mit der kriegen wir, also das kriegen wir definitiv raus. Definitiv kriegen wir das Geld raus. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das Mietgeld, ja, das kriegen wir definitiv ganz, ganz, ganz locker raus, wenn Verkauf funktioniert. Ganz wichtig. Weil ich habe auch heute Nacht 6 Millionen im Schiff gehabt und die 6 Millionen waren am Ende 5.000 wert oder sowas, weil nur eine Sache verkauft wurde. Das ist natürlich... Und ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Weil wir haben jetzt zum ersten Mal die Vulture benutzt und das wäre jetzt ein bisschen Kacke, wenn das Geld nicht ankommen würde. Wie gesagt, Soundpacks kann ich nichts für. Die ganze Folge ist ein einziger, oder die ganze Aufnahme, die 3 Stunden, ist ein einziger Soundpack eigentlich. Was mich unendlich ankotzt. Diese Geräusche, die einfach random erscheinen, auch als wir gegen die Buccaneer gekämpft haben und sowas. Die Schüsse und sowas, ich find's absolut widerlich. Also das ist was, dafür gehört jeder Mitarbeiter von CIG eigentlich verprügelt. Das ist nichts, was gepatcht. Also dann lieber sagen, okay, pass auf, die neuen Sounds nehmen wir raus wieder. Weil die haben, das ist ja nur gekommen, weil die an den Sounds rumgebaut haben. Wir haben das ja im Inside Star Citizen gesehen. Auch jetzt im Star Citizen Live hatten sie kurz darüber gesprochen. Am Freitag. Die Folge habe ich ja, da habe ich ja direkt gesagt, nö, das ist einfach nur ein Dev-Talk sozusagen, wo sie über die Devs eigentlich reden, was die so bei CIG machen, und das ist nichts, was irgendwie in irgendeiner Form spannend wäre. Und da haben sie halt auch einfach nur ganz kurz drüber gesprochen, dass sie halt diese neuen Soundsachen mitentwickeln. Und die sind halt fürchterlich. Also die sind fürchterlich geil, wenn sie denn dann mal durch sind. Dann ist geil. Aber so wie es jetzt gerade ist, ist es halt, ihr hört es ja selbst gerade, das ist absolut schrecklich. Das hat nichts mehr mit Ambiente oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach Kotze. Absolute unterirdische Kotze ist das. Und das hat nichts mehr mit dem Spiel zu tun, wie man es eigentlich kennt, dass der Sound halt extremst gut zum gesamten Ambiente passt, etc. Das ist Kotze hier gerade. Das ist absolute Kotze. Das macht keinen Spaß. In keiner Form macht das irgendwie Spaß, gerade das Spiel längere Zeit zu spielen, weil dieser Soundpack einfach immer entsteht. Immer. Das ist echt nicht schön. Und wenn ihr denkt, das ist jetzt gerade kein Soundpack, doch, wir sind immer noch in einem Soundpack. Werdet da gleich, sobald ich aufgestanden bin, feststellen, dass das immer noch ein Soundpack ist. Hierin. Ich spiele heute den ganzen Tag nur mit Maus und Tastatur. Okay, cool. Merkt ihr, ne? Also, ist jetzt nicht besser geworden, würde ich sagen. Und das meine ich halt. Also normalerweise hast du dich halt wirklich gefühlt, als wärst du da in diesem Raumschiff und keine Ahnung was. Jetzt fühlt sich's null danach an, dass du hier irgendwie in einem Raumschiff bist. Es fühlt sich einfach nur an, als wären irgendwelche Sounds, die manchmal abgespielt werden. Und das ist Kotze. Das ist absolute Kotze. Es würde am meisten Sinn machen, tatsächlich den Sound gerade auszumachen in Gänze. Das würde dem Spiel gerade gut tun. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Wenn jemand wie ich, der das Spiel echt so gerne spielt, nur noch so denkt, dass eine komplette Art vom Spiel einfach gerade nichts mehr wert ist, dann ist das nicht gut. Die Corsair klemmen wir hier rüber, haben wir gesagt. So.
Und jetzt gehe ich einmal ganz kurz noch da hinten und guck mal. Bevor ich jetzt verkaufe, wie gesagt, die Folge wird eh viel zu lang. Sorry. Luxury, haben die? Nee. Die hat eine Andromeda. 600i. Nee, es gibt keine. Ich glaube, man kann sich keine Frachter mieten. Verstehe ich gar nicht. Wir sind immer noch im Schiff. Ne? Vom Sound her, wir sind gerade immer noch im Schiff. Wir fliegen gerade runter zur Station. Fürchterlich. Oh, bitte lass jetzt den Verkauf wenigstens klappen. Leute, Daumen drücken. Däumchen drücken, dass das wenigstens klappt. Ein Schlückchen trinken. So, jetzt kann ich trinken. Okay. All in all trotzdem. Trotzdem schön. Ja? Trotzdem schön. Also, wir haben immer noch... Wir hätten jetzt immer noch Missionen, aber ey, wirklich, bei dem Sounddesign gerade, ey, das wäre so geil. Ja, also, ne, ich würde das jetzt sofort machen. Ich würde das jetzt sofort machen, aber dafür müsste ich ausloggen und neu einloggen und dann bin ich definitiv auf einem anderen Server. Aber, ach, fürchterlich, wirklich. Anvil Terra Pin, was habe ich denn hier? Haben die schon an den Missionen ein bisschen rumgeschraubt, kann das sein? Ich sehe keine C2. Ich fände das gut. Also, ne, nicht... Klar ärgert es mich dann ein bisschen. Ein bisschen ärgert es mich, wenn es weg wäre, weil ich halt kein Geld damit jetzt mehr machen könnte. Aber all in all fände ich es geil. All in all fände ich es geil, wenn sie einfach jetzt die Mission abgestellt hätten. Das würde ja schon reichen. Weil die Leute dann eben nicht mehr sich dumm und dämlich farmen könnten. So, gleich sind wir drüben. Dann wird noch verkauft. Ich laufe heute nicht noch zum Easy Habs. Dann müsste ich jetzt nochmal, dann müsste ich gleich nochmal fahren und so. Das machen wir jetzt nicht, weil wir eh schon komplett überzogen haben. Und weil wir keinen Sound haben. Ich kriege davon auch Kopfschmerzen, witzigerweise. Ich kriege davon Kopfschmerzen, dass der Sound nicht zu dem passt, was ich gerade sehe. Und das ist nicht gut. Ich krieg richtig, richtig doll Kopfschmerzen. Weil ich habe keine Fußstapfen. Ich bin angeblich vom Sound her entweder gerade im Zug, dieses Zzz, ne, so diese Bahn, oder wir sind immer noch irgendwelche Thruster bewegen sich gerade noch. Du hast keine Hose an. Oh ja. So. Hoffentlich funktioniert der Verkauf. Wir starten mit Beryl. Und das erstmal weg. So, zack. Drake Vulture. Beryl. Zack. 7000. Wir sind gerade im Zug. Okay. Failed. Seht ihr? Failed. Ich kann es nicht verkaufen. Aber zumindest war es da noch da. Cargo Removal failed. Okay, ja. Geil. 70.000, kriege ich die wenigstens. Failed. Und es ist weg. Wir kriegen das Geld nicht und es ist weg. Wir haben 46.000. Mit dem gesamten Auftritt haben wir jetzt 46.000 gemacht. Mit allem, was wir gerade heute gemacht haben, haben wir 46.000 gemacht. Und das ist einfach nur scheiße. Das ist einfach nur reinste Scheiße. Gut, ich wünsche euch einen Tag, einen
ich wünsche euch einfach nur einen Tag, weil einen guten Tag habe ich nicht mehr gerade, deswegen wünsche ich euch einen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn diese Scheiße hier hoffentlich behoben wurde, wenn man wieder verkaufen kann, wenn man irgendwas machen kann. Man kann keine Bunkermissionen machen, die sind im Moment verbuggt. Man kann weder kaufen noch verkaufen, das ist im Moment verbuggt. Man kann nicht salvagen, nicht minen, man kann gar nichts. Dieser Patch ist die letzte Scheiße. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.